Was machst du, wenn du im Verkaufsgespräch bist und dein Kunde wünscht sich was von dir, was du aber nicht erfüllen kannst? Und wenn dich das interessiert, was du dann machst in der Situation, dann bleib dran. Du bist im Verkaufsgespräch und präsentierst dein Produkt, deine Dienstleistung und dein Gegenüber kommt auf einmal mit irgendeiner Sache, die er haben möchte, die du aber nicht bedienen kannst. Was viele Verkäufer an der Stelle machen, ist, dass sie gleich sagen, will ich nicht, kann ich nicht oder ja, geht nicht. Und dann ist das Gespräch oder die Gefahr ist relativ schnell groß, dass das Gespräch dann auch an diesem Punkt dann schnell vorbei ist. Weil ist es zum Beispiel ein dominantes Kaufmotiv, das heißt ein Kaufmotiv, was kaufentscheidend ist. Also du musst diesen Punkt erfüllen, dass dein Kunde kauft, dann hast du einfach verloren. Und statt, dass du sagst, geht nicht, kann ich nicht oder geht bei uns leider nicht, hinterfrag doch das Ganze einfach und find die Beweggründe dahinter raus. Und wenn du die Beweggründe dahinten oder dahinter rausgefunden hast, dann hast du vielleicht wieder eine Chance, um nochmal anzusetzen. Beispielsweise auch jetzt, wenn du beim Rekrutieren bist oder beim Sponsoren und dein Gesprächspartner möchte unbedingt ein Festgehalt. Er will unbedingt ein Festgehalt. So, da kannst du natürlich sagen, du, gibt's bei uns nicht im Vertrieb. Wir arbeiten nur auf Provisionsbasis und fertig, dann hast du verloren. So, aber wenn du stattdessen sagst, okay, das heißt Festgehalt. Was erwartest du denn von einem festen Gehalt oder von einem Fixgehalt? Ja, dass jeden Monat einfach ein sicheres Einkommen reinkommt, wo ich mich drauf verlassen kann und wo ich einfach meine Fixkosten decken kann. So, jetzt ist ja das Ganze schon mal breiter aufgestellt. Und jetzt kannst du folgendermaßen reingehen, dass du in dem Fall sagst, okay, das heißt, mal angenommen, es gibt eine Möglichkeit, wo du ein fixes Einkommen dann hast, was du jeden Monat bekommst, dann würde noch was dagegen sprechen oder wird es dann passen? Nö, dann wird es passen. Sehr gut. Welche Möglichkeit kannst du jetzt anbieten? Der Ganze oder der Gute kann das nebenbei aufbauen, das Geschäft, kann sich nebenbei ein fixes Einkommen aufbauen und wenn er ein gewisses fixes Einkommen hat, dann kann er immer noch hauptberuflich in das Ganze oder jetzt bei dir dann einsteigen. Oder du bist im Verkaufsgespräch. Beispielsweise der Kunde sagt, nee, das ist mir zu teuer von der Prämie her. Und dann kannst du sagen, ja, aber es geht ja nicht günstiger. Ja, beispielsweise du verkaufst eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Kannst du zu ihm sagen, ja, aber es geht nicht günstiger, wenn wir ihre Lücke da schließen wollen. Dann müssen wir halt da bleiben. Und dann hast du den Kunden dann wieder damit vergraut. Und wenn du den Kunden einfach fragst, okay, günstiger, warum wollen sie es denn günstiger haben? Sagen sie, die Absicherung ist den Preis nicht wert oder was steckt da dahinter? Ja, wissen sie, ich will einfach sicher sein, dass ich es auch zahlen kann. Okay. Das heißt, wenn sie die Sicherheit hätten, dass es zahlen kann dann, oder zahlen können, dann wäre es auch vom Beitrag her kein Problem. Ja klar. Das heißt, sie meinen wahrscheinlich zum Thema Berufsunfähigkeit oder wenn sie arbeitslos sind als Beispiel. Ne? Genau. Und mal angenommen, es gäbe die Möglichkeit, dass selbst wenn sie arbeitslos sind, dass ihnen die Beiträge oder dass die Beiträge trotzdem bezahlt werden können, beziehungsweise dass jemand anders die Beiträge für sie bezahlt. Wäre sowas generell interessant für sie oder wird es dann passen? Ja, dann wird es schon passen. So, Klingelingeling, Beispiel oder Option, Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, und somit kannst du dieses Problem lösen. Heißt also nochmal zusammengefasst, wenn dein Gesprächspartner oder dein Kunde irgendeinen Punkt haben will, den du nicht gleich erfüllen kannst oder wo du nicht genau weißt, was steckt dahinter, anstatt nein, kann ich nicht, möchte ich nicht oder haben wir nicht, einfach erstmal hinterfragen und dann, wenn du ja die Beweggründe dahinter verstehst oder weißt, dann kannst du deinem Kunden oder Gesprächspartner auch eine andere Lösung dafür anbieten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben oder schreib es runter in die Kommentare. Wenn du Fragen hast, schreib das auch runter in die Kommentare. Wenn du ganz krass drauf bist oder Spaß beiseite, wenn dir das Video auch sehr gut gefallen hat, dann teil es doch einfach und ansonsten, wenn du das Video auf YouTube siehst, dann abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.